Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 FC Erzgebirge Aue Karriere. Und ja Leute, heute gibt es das Saisonfinale. Wir werden jetzt gegen Dortmund, gegen Bayern und gegen Gladbach. Es gibt noch echt hartes Programm in dieser Saison. Wenn wir in die normale Simulation reingehen, dann gegen Leipzig und gegen Köln werden wir selber spielen. Und dann Leipzig, Hoffenheim und Hertha werden wir nochmal in die Schnellsimulation gehen. Dann sind wir beim Spiel gegen Dortmund, gehen mit der Top 11 rein. Keine Ausreden. Ich denke, wir werden hier nicht viel holen in den nächsten Spielen, aber wir müssen einfach noch die Liga halten. Wir sind in der 78. Spielminute, ich werde nochmal eingreifen und nochmal versuchen zu gewinnen oder noch ein Tor zu schießen. Aber bevor wir erstmal weiterspielen, gibt es ein paar Wechsel und zwar Dix kommt rein für Paslak, Evandro raus für Kelvin Ofori und Diallo nochmal rein für Lee und mal schauen, ob es dann so klappt, dass wir noch ein Tor schießen. Der Sheriff pfeift ab und wir spielen gegen Dortmund 0:0. Nächstes Spiel gegen Hertha, da gehen wir natürlich in die Schnellsimulation rein. Die sind auf Platz 4. Hier, wenn wir nichts holen, einfach nicht abschießen lassen, dann ist es okay. Wir werden abgeschossen. Neto, Williams trifft, Munir trifft doppelt. Bei uns trifft Krüger, damit verlieren wir gegen Hertha mit 4:1. Wir werden das komplette Team außer Martin Mendl umändern für das Spiel gegen Bayern. Damit werden wir wahrscheinlich eh auf den Sack bekommen. Ist mir aber egal, weil das nächste Spiel ist dann gegen Leipzig im Pokal. Da möchte ich topfitte Spieler haben. Also Mendl im Tor, Luca Netz und Dix auf den Außen. Bogarde und Gonter in der Innenverteidigung, Andrada. In ZDM, Simon, ZOM, Ofori, Diallo auf den Außen, Marinescu und Proja dann vorne im Sturm, würde ich sagen, starten wir so eine normale Simulation rein. Und dann in der 36. Spielminute, wie angedacht, Robert Lewandowski mit einem 0:1, damit gehen wir auf sehr offensiv. Und dann in der 50. Spielminute, James Maddison mit einem 0:2 für Bayern. Dann gibt es eine Minute Nachspielzeit, die jetzt dann auch gleich rum ist. Genauso ist es, wir verlieren mit 2:0 gegen Bayern München. Und im Pokal-Halbfinale sehen wir, das komplette Team ist fit. Gegen Leipzig gehen wir rein. Ja, Halbfinale, Pokal. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Und da faulen wir den Leipziger mit Mbabu. Und das ist Maxim Leitsch. Und damit gibt es Elfmeter in der 11. Spielminute für eben RB Leipzig. Und dann würde ich sagen, müssen wir ihn einfach mal halten. Thiago Aspas und Mendl hält ihn. Oh, da ist jetzt Dani Olmo in der 32. Spielminute. Der erzielt hier das 0:1 für RB Leipzig und damit legen wir zurück. Und das war auch nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Und damit gehen wir auf sehr offensiv. Thiago Aspas und ich faul ihn. Warum grätsch ich da? Ja, jetzt kriegt Paslak sogar auch noch genau die glattrote Karte. Und damit kommt, darf Thiago Aspas gerne jetzt das 0:2 schießen. Nein, er verschießt. Und jetzt haben wir immer noch eine Chance, nochmal den Ausgleich zu schießen. Was macht Mendl da? Okay. 0:2 liegen wir zurück, weil Mendl einen Scheißdreck macht und damit verlieren wir auch gegen Leipzig mit 0:2. Nächstes Spiel gegen Gladbach, da gehen wir in die normale Simulation rein. Kelvin Ofori hat sich für 4 Wochen verletzt, der muss dann rausgepackt werden. Simon und Andrada kommen da rein, aber das ist ja hier kompletter Müll, was hier gemacht wurde, vor allem Andrada. Da darf dann natürlich John Patrick Strauß rein. Und ja, würde ich einfach sagen, starten wir so rein in das Spiel gegen Gladbach. Mal schauen, ich rechne hier auch wieder mit nichts. Gehen wir einfach rein. 34. Minute, Luke Bakio mit einem 1:0 für Gladbach, damit gehen wir doch sehr offensiv. Wir sind in der 65. Spielminute. Ich greife nochmal ein und versuche wenigstens noch einen Unentschieden zu schießen. Und da kommt Flo Neuhaus, schießt das 2:0 und damit werden wir das Spiel auch gegen Gladbach verlieren mit 2:0. Und wir werden unseren Scout nochmal für 9 Monate nach Belgien schicken. Dann das nächste Spiel gegen Leipzig, da gehen wir in die Schnellsimulation rein, hier wird auch nichts zu holen. Komm, einfach reingehen, nicht hoch verlieren, hoffen, dass Nürnberg verliert, damit wir immer noch 15er bleiben. Verlieren 2:0, Olmo im Doppelpack. Und ich würde sagen, hier gegen Köln gehen wir jetzt nochmal in die Schnellsimulation rein, dann gegen Hoffenheim werden wir das letzte Spiel nochmal selber reingehen. Wir werden hier wahrscheinlich auch verlieren. Ne, wir gewinnen mit 3:1. Cozziello trifft bei Köln. Bei uns Brian Broby, Lee und Krüger. Und ich glaube sogar, dass wir damit noch nicht abgestiegen sind. Wir sehen, Nürnberg ist 3 Punkte hinter uns, aber hat 4 Tore schlechtere Differenz. Das heißt, gegen Hoffenheim können wir dann auch in die Schnellsimulation reingehen. Weil ich denke nicht, dass Nürnberg 4:0 gewinnen wird. Oder wir halt irgendwie, ja, es könnte noch möglich sein, aber ich würde sagen, gehen wir auch in die Schnellsimulation rein. Und dann in das letzte Spiel gegen Hoffenheim geben wir Gonter nochmal die Chance. Sein letztes Heimspiel, da er seine
seine Karriere beenden wird, nochmal zu bestreiten als Stammspieler. Schnellsimulation, hier wird auch nichts zu holen sein gegen Hoffenheim. 0:0 und damit kann Nürnberg machen, was sie wollen. Wir bleiben als 15. in der Fußball-Bundesliga. Und da würde ich auch sagen, sehen wir uns am Ende der Saison wieder. Dann sehen wir Jugendspieler möchte weg, und zwar ist das Kokal Niceanu. Den würde ich sagen, können wir auch gerne zum Profi befördern. Genauso wie Raducan, wenn wir zum Profi befördern. Jetzt habe ich auf Entwicklungsplan geklickt, das war ja komplett falsch. Dann darf Stefaniu, den können wir noch nicht mitnehmen, aber Manole darf dann auch nochmal gerne mit zum Profi, weil die alle eine 60 haben, und dann passt es so. Der nächste Jugendspieler möchte weg, und das heißt, dass eigentlich jetzt jeder weg möchte so richtig, außer die, die 15 sind. Damian Becker, da haben wir viel bessere, den brauchen wir nicht mehr. Stojazzo, den können wir gerne zum Profi befördern. Chio Botaru ist ZDM, da haben wir genug Spieler, der kann weg. Dann Stefaniu, der muss noch drin bleiben, weil er noch 15 ist. Moldovan haben wir einen guten, den können wir freigeben. Dodos können wir mal mitnehmen. Das monatliche Scouting-Update, also sehen wir uns noch nicht am Ende der Saison, aber hier können wir leider nur jeden Spieler ablehnen, aber wir können ja die, die eigentlich recht gut sind, hier noch drin behalten, falls einen gibt. Das ist aber nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Saison, wir schauen mal direkt auf die Bundesliga, wie die aussieht. Wir wissen ja, sind zum Glück in der Liga geblieben. Es sah am Anfang gar nicht so gut aus, dass wir in der Liga bleiben, doch dann gegen Ende hin haben wir uns dann doch schon durchgekämpft durch diese Liga. Wir schauen mal, oben geht's los. Dortmund wird Meister, sehe ich gerne. Vor Bayern, Leipzig, Hertha, Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Leverkusen, Schalke, Augsburg, Frankfurt, Bremen, Köln. Dann eben wir, Nürnberg, Relegation, Bielefeld, der HSV steigt ab. DFB-Pokalsieger wird RB Leipzig, gewinnt 3:2 gegen Borussia Dortmund. Die gewinnt 4:2 gegen München und Leipzig 2:0 gegen uns. Relegationsspiel gewinnt Freiburg mit 5:1 gegen Nürnberg. Das heißt, Bielefeld, Hamburg und Nürnberg müssen runter. Den European International Cup hat Portimonense gewonnen gegen Brøndby. UEFA Superpokal gewinnt Piemonte Calcio 2:1 gegen Liverpool. Dann gewinnt die UEFA Champions League. Atletico Madrid mit 1:0 gegen den FC Barcelona. Wahrscheinlich der Oblak-Effekt, und dann in der UEFA Europa League gewinnt der FC Liverpool mit 2:1 gegen den FC Arsenal. Dann schauen wir, jetzt sehen wir nochmal die Torschützenliste. Lewandowski vor Haaland, Aspas, Bailey, Sancho, Ensame, Philipp und Williams. Und ich habe nochmal eine Nachricht zu melden, wenn wir es hier sehen, genau, Stojazzo hat uns mal für 2 Jahre dann wieder uns da verlassen, zu Lechia Danzig. Und dann sehen wir die Saisonvorbereitung, haben wir 3 Turniere, wir nehmen natürlich das mit dem meisten Budget, wo Hamburg, Straßburg, Parma, Brentford, Genua, Gent und Bologna sind, würde ich sagen, nehmen wir den European International Cup. Und dann sind wir in der neuen Saison, schauen mal direkt auf das Budget, wir haben 11 Millionen, ist gar nicht so viel, aber ich denke, wenn wir ein paar Spieler verkaufen und neue einkaufen sollten, dann würde ich sagen, könnte die Saison hier echt interessant werden. Dann sehen wir Stojica und Marinescu haben uns verlassen, nur zur Laie. Und Rizzuto hat uns dann wegen dem Verkauf verlassen zum AFC Bournemouth. Dann sind wir am Ende der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.